Es ist schon fast das inoffizielle Spitzenspiel der Hessenliga. Eintracht Frankfurt 2 trifft auf Rot-Weiß Walldorf. In der Tabelle heißt das Duell Dritter gegen Fünfter und der Sieger könnte sogar bis auf Platz 2 springen. Allerdings haben beide Teams am letzten Wochenende eine bittere Niederlage kassiert. Walldorf mit 0:1 gegen Bayern Alzenau. Die Eintracht verspielte sogar eine Führung gegen Steinbach 2. Es ist heute auch das Duell der besten Offensive der Liga gegen die beste Defensive. 33 Tore hat Frankfurt bereits erzielt. Erst 9 Gegentreffer mussten die Walldörfer hinnehmen. Damit rein in die Partie und eins vorneweg, es wird hochdramatisch. Den Auftakt macht RW in der ersten Minute, die Möglichkeit für Fabian Borger am langen Pfosten. Unter der Woche konnte sich Walldorf mit 4:1 im Pokal gegen den Kreisligisten Alemannia Königstetten durchsetzen. Den Schwung wollen sie heute mitnehmen. Und die Anfangsphase gehört klar den Gästen. Laurin Vogt setzt sich da klasse durch und das ist die Führung für Rot-Weiß Walldorf. Die Eintracht beginnt in den ersten 15 Minuten viel zu passiv. Für Laurin Vogt ist es Saisontor Nummer 2. Und Walldorf will direkt nachlegen, nur 5 Minuten später Standardsituation und das ist das 0:2. Julian Ludwig bestraft Frankfurt für das fast schon naive Abwehrverhalten. Das wird jetzt natürlich eine Riesenaufgabe für die Eintracht. Aber die Mannschaft von Christian Klibo fängt sich in der Folge. Schöner Seitenwechsel auf Divayo Bobson. Der hat keine Anspielstation und probiert es deshalb einfach mal selbst. Bei der Eintracht waren vergangene Woche auch einige Spieler in der UEFA Youth League im Einsatz. Vielleicht auch deshalb bei dem einen oder anderen die Beine noch etwas schwer. Bobson prüft Marcel Cirbus aus der Distanz. Mittlerweile gehört der SGE hier die Spielkontrolle, Walldorf konzentriert sich auf die Defensivarbeit. Gianluca Schäfer mit der Hereingabe und in der Mitte Zubai Amiri, vielleicht etwas zu überrascht. Dann ist Pause, auf Christian Glibo wartet einiges an Arbeit im zweiten Durchgang. Wenn ihr keine Highlights mehr verpassen wollt aus der Hessenliga, lasst doch gerne ein Abo da bei KickTV. Mit Ali Kiel und Ignacio Ferri-Julia kommen zwei neue bei der SGE und einer steht direkt im Mittelpunkt, Ignacio Julia mit dem Anschlusstreffer. Mit gerade einmal 17 Jahren im Sommer den ersten Profivertrag unterschrieben, es ist bereits sein 5. Saisontor. Und die Eintracht läuft jetzt richtig heiß, gute Stunde gespielt, die beste Defensive der Liga ist ordentlich am Wackeln. 63. Minute, Brauburger, schöner Doppelpass mit Marc Wachs und das ist der Ausgleich. Was für eine Moral von der Eintracht nach 0:2 Rückstand und es ist ja noch lange nicht Schluss. Wir gehen in die Schlussphase, keine Abseits bei Julia, in der Mitte Brauburger, Maximilian Brauburger. Wie lange geht das noch gut für die Walldörfer? Dario Gebur mit dem Ballgewinn und dann geht es schnell, wieder freie Bahn für Ignacio Julia, die Führung. Frankfurt dreht tatsächlich dieses Spitzenspiel. Unter der Woche noch 2 Assists von Julia gegen Marseille und Sporting in der Youth League. Jetzt der Doppelpack gegen Walldorf. Aber noch sind ja ein paar Minuten zu spielen. Freistoß von Sejdovic, ziemlich schwach getreten und plötzlich die Umschaltchance für RW. Feiner Steckpass in den Lauf von Philipp Velosa. Ramay eilt zurück in den Kasten, aber kann den Ausgleich nicht mehr verhindern. Wo in aller Welt kam bitte dieser Treffer her? Die Eintracht hatte doch eigentlich alles im Griff und lässt sich dann kurz vor dem Ende auskontern.
Rein in die Nachspielzeit. Frankfurt ist mit diesem Unentschieden natürlich nicht zufrieden. Schöner Diagonalball auf die Außenbahn. In der Mitte wieder Julia. Aber der Ball kommt nicht durch. Es laufen die letzten Sekunden. Die Eintracht wirft alles nach vorne. Dian Dramay, nochmal ein langer Ball. Wo ist der Abnehmer? Waldorf kann klären und plötzlich ist alles offen. Alexander Vogler vor Bayern Dramay und rein ins leere Tor. Was ist das bitte für ein unfassbares Finish? Dramays Ball kommt postwendend zurück. Im Januar hat er noch sein Bundesliga-Debüt gegen Augsburg gegeben. Und jetzt muss er diesen späten Gegentreffer hinnehmen. Aber der Schiedsrichter pfeift tatsächlich nochmal an. Die letzte Aktion. Julia auf Marc Wachs und er scheitert an Schierbus. Nochmal Wachs weiter zu Lune. In der Mitte wartet Amiri. Das 4:4. Aber es zählt nicht. Abseits lautet die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns. Es ist ganz schwer zu sagen, ob das korrekt ist. Die Bilder ermöglichen keinen eindeutigen Beleg. Und danach ist Schluss. Rot-Weiß Waldorf gewinnt ein irres Spitzenspiel, obwohl die Eintracht zwischenzeitlich ein 0:2 auf den Kopf gestellt hat. Am Ende ist es der erst 19-jährige Alexander Vogler aus der Jugend von Darmstadt 98, der diese Partie entscheidet. Für die Eintracht bedeutet das die zweite bittere Niederlage hintereinander. Kommenden Samstag geht es dann nach Unterflockenbach.